Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan. Ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Die Fotokina ist vorbei, die Fotoreisen sind vorbei. Ich habe endlich wieder Zeit für YouTube. Geil. Wie dem auch sei, heute geht's wieder los mit den Tutorials und ich möchte dir heute eine Frage beantworten, die ich in letzter Zeit relativ häufig gestellt bekommen habe. Und zwar geht es darum, wie optimiere ich meine Bilder in Lightroom für den Upload für Instagram. Wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann sollst du natürlich das auch tun. Stefan Schäfer 90, der Name, den findest du auch hier unten jetzt nochmal eingeblendet. Da poste ich immer meine aktuellen Fotos und ich hoffe natürlich, dass du mir da dann auch folgen wirst. Und das möchte ich dir heute zeigen, wie ich da meinen Export einstelle. Und ich würde sagen, lass uns direkt anfangen. Ich habe hier mal ein Bild geöffnet in Lightroom, das habe ich schon fertig bearbeitet. Es soll ja jetzt hier gar nicht um die Bearbeitung an sich gehen, sondern es soll darum gehen, wie ich jetzt das Ganze für Instagram optimiere. Das Wichtigste zuerst, um bei Instagram wirklich Erfolg zu haben, ist es nötig, seine Bilder nicht im Querformat, sondern im Hochformat zu machen. Das hat einfach den Grund, wir halten unser Handy ja auch hochkant und dann wird das Bild einfach größer dargestellt und man hat das Ganze schon erwiesen, dass die Hochkantbilder einfach größer dargestellt werden und dadurch viel mehr Engagement bekommen. Von daher würde ich dir empfehlen, deine Bilder tatsächlich für Instagram im Hochformat hochzuladen. Das geht natürlich nicht immer, wenn man Landschaftsbilder im Querformat gemacht hat, dann ist es relativ schwierig. Aber vielleicht findet man ja auch dort noch eine Möglichkeit, einen Crop hinzubekommen, der dann im Hochformat angezeigt werden kann. Das genaue Seitenverhältnis dabei ist das sogenannte 4:5 Format. Und das möchte ich dir jetzt anhand dieses Beispiels hier mal zeigen. Ich habe das jetzt hier auch im Querformat aufgenommen, aber gerade bei dem Bild ist es jetzt hier eigentlich völlig egal, ob ich das jetzt um 90 Grad drehe. Es würde genau den gleichen Effekt haben, denn ich habe hier mit einem Fisheye-Objektiv am Times Square fotografiert und habe dabei einfach die führenden Linien von den Häusern genutzt, die alle in die Bildmitte führen. Also die Kamera wurde komplett nach oben gerichtet und dadurch habe ich diesen Effekt hinbekommen. Das ist natürlich jetzt ein sehr einfaches Beispiel, wo ich das Ganze einfach drehen könnte. Ich zeige dir jetzt aber mal, wie ich das Ganze auch noch croppen kann. Ich nehme dafür jetzt hier einfach mal das Freistellen-Werkzeug und dann siehst du auch schon, dass ich das Bild jetzt hier theoretisch einfach so beschneiden kann, je nachdem, was ich damit mache. Du siehst jetzt auch, mein Seitenverhältnis wird aktuell immer noch komplett so beibehalten. Das kann ich ändern, indem ich jetzt hier oben einmal dieses Schloss aufmache mit einem Klick da drauf. Dann siehst du, wie dieses Schloss aufgeht. Und jetzt kann ich hier mein Seitenverhältnis verändern. Das heißt, ich kann jetzt hier tatsächlich die einzelnen Seiten mehr beschneiden als die anderen. Ja, und jetzt mache ich daraus einfach erstmal ein Hochformat, ungefähr so. Und jetzt kann ich natürlich auch noch genau mein Seitenverhältnis hier einstellen. Ich habe jetzt hier den Reiter Seitenverhältnis. Ich kann jetzt hier sagen, wie Aufnahme. Ich kann aber auch ein ganz bestimmtes Seitenverhältnis hier eingeben. Ich habe hier so ein paar vorgefertigte, zum Beispiel ein quadratisches Format. Aber hier habe ich auch das 4:5 Format. Und wenn dir das vielleicht noch fehlt, dann kannst du das Ganze hier unten auch benutzerdefiniert eingeben. Also jetzt hier kann ich einfach sagen 4:5. Und dann klicke ich hier einmal auf OK und wir haben das 4:5 Format hier genauso, wie wir es haben wollen. Und jetzt lege ich hier noch meinen Ausschnitt fest, wie ich das gerne hätte. Ich möchte jetzt hier also dieses Kreuz hier genau in der Mitte haben und so gefällt mir das schon ganz gut. Und wenn ich damit dann zufrieden bin, dann klicke ich hier auf Fertig. Jetzt haben wir das optimale Seitenverhältnis schon mal für Instagram geschaffen und im nächsten Schritt werde ich jetzt hier dir die Exporteinstellung zeigen. Dafür gehe ich jetzt einmal mit einem Rechtsklick hier auf das Bild, sage Exportieren, nochmal Exportieren. Und jetzt haben wir hier unsere Exporteinstellung. Ich kann jetzt hier erstmal bestimmen, wo ich das Bild hin exportieren möchte. Ich mache das jetzt hier einfach immer auf meinen Desktop. Und ich habe hier auch einen Unterordner angelegt, der nennt sich Instagram. Und da speichere ich meine Instagram-Fotos immer rein. Dann habe ich hier als nächstes die Dateibenennung. Das ist jetzt erstmal relativ irrelevant für unseren Fall hier. Das kann man aber auch immer noch umbenennen, wie man es gerne hätte. Wo es jetzt interessant wird, das sind die Dateieinstellungen. Ich speichere meine Bilder immer im JPEG-Format ab. Und im Farbraum sRGB. Der sRGB-Farbraum ist ein kleinerer Farbraum, aber der wird dafür komplett im Internet angezeigt. Die Qualität stelle ich auf 100 und die Dateigröße muss ich hier gar nicht beschränken. Ja, wichtig ist, dass wir hier wirklich die 100%ige Qualität haben. Und dann kommen wir zur Bildgröße. Und das ist wahrscheinlich der größte Knackpunkt für viele. Ich sage jetzt hier, ich möchte das Ganze in den Bildschirm einpassen. Und zwar die lange Kante soll 2048 Pixel lang sein. Bedeutet, ich habe jetzt hier ein Hochformat und die Kante an der Seite hier rechts und links, die ist 2048 Pixel breit. Und ich habe das Ganze mit einer Auflösung von 72 Pixel pro Zoll. Das ist so standardmäßig, wenn man sich Bilder am Rechner bzw. am Monitor anschaut, da hat man eine Auflösung von 72 Pixel pro Zoll. Im Druck sind es dann 300 Pixel pro Zoll.
Und dann auch nochmal ganz wichtig, ich gebe noch eine Schärfe bei dem Export mit dazu. Das bedeutet, ich schärfe für den Bildschirm auf der Stärke hoch. Ich schärfe natürlich auch schon in Lightroom direkt in der Bildbearbeitung, aber jetzt selbst bei der Ausgabe bzw. beim Export schärfe ich das Ganze für den Bildschirm nochmal nach. Und das ist im Endeffekt das gesamte Geheimnis hier von meinen Instagram-Fotos. Meine Metadaten packe ich hier noch mit in das Bild hinein. Ich habe kein Wasserzeichen drin, das würde ich dir nicht empfehlen. Gerade bei Instagram ist ein Wasserzeichen einfach immer ungünstig. Von daher lasse ich das einfach raus. Und du kannst dir das Ganze natürlich auch als Vorgabe hier auf der linken Seite speichern. Das habe ich jetzt hier schon einmal getan. Im Endeffekt, was du nur tun musst, ist hier einmal auf Hinzufügen klicken. Dann kannst du dir dem Ganzen hier einen Namen geben. Ich habe das jetzt Instagram genannt und dann wird das hier auch in deinen Benutzervorgaben angezeigt. Und wenn du jetzt zum Beispiel ja, für verschiedene Sachen exportierst, dann kann ich jetzt hier einmal für den Druck exportieren. Da habe ich hier auch eine Benutzervorgabe und dann kann ich das Ganze hier in den Druck packen. Oder aber ich gehe hier auf Instagram und jetzt habe ich hier wieder meine Einstellung, die ich gerade eben getroffen habe. Wenn ich das Ganze jetzt hier exportiere, dann ist das Ganze jetzt hier am Ende auch auf meinem Schreibtisch in dem Ordner Instagram und das ist das fertige Ergebnis. Und wenn dieses Video online ist, dann ist natürlich auch das Foto schon hochgeladen. Du kannst einfach mal dann auf meinen Account gehen. Den Accountnamen findest du nochmal hier unten eingeblendet und dann kannst du dich selber von dem Ergebnis überzeugen. Also ich hoffe, dir hat dieses Video geholfen und wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Und wenn du noch Fragen hast, dann kannst du die natürlich auch gerne unten in den Kommentaren noch stellen. Und falls du es noch nicht getan hast, abonniere den Kanal, dann verpasst du keine weiteren Videos mehr. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!